Herzlich willkommen zu unserer Airless Discounter Videoserie. Heute geht es um Gewindetypen für Farbspritzpistolen, Farbspritzgeräte und Schläuche, die unter den Markennamen DEMA, Dino Power, Rotenbach oder als No-Name-Produkte vor allem über eBay und Amazon vertrieben werden. An diesem Gerät gibt es im Wesentlichen zwei Gewindetypen. Das ist einmal ein 7/8-Gewinde und ein 1/4-Zoll-Gewinde. Diese Gewinde befinden sich zum einen am Schlauch, an der Pistole sowie am Gerät selbst und werden dann relevant, wenn man zum Beispiel den Schlauch oder auch den Düsenhalter tauschen will oder wenn man zum Beispiel eine Lanze an die Pistole montieren will. Dann ist es wichtig, dass man das richtige Gewinde auswählt, um dann auch den Schlauch, die Lanze oder den Düsenhalter oder auch die Pistole entsprechend verbinden zu können. Am Gerät findet sich zum Beispiel das 1/4-Zoll-Gewinde am Ausgang des Geräts, also dort, wo das Gerät mit dem Schlauch verbunden wird. Das wäre hier. Dort sitzt ein 1/4-Zoll-Gewinde. Dementsprechend hat natürlich auch der Schlauch ein 1/4-Zoll-Gewinde, um das Gerät mit dem Schlauch zu verbinden und entsprechend die Farbe fördern zu können. Und genauso findet sich auch an der Pistole passend dazu ein 1/4-Zoll-Gewinde, um also Gerät, Schlauch und Pistole miteinander verbinden zu können. Am Ausgang der Pistole, also am Farbausgang, dort wo der Düsenhalter montiert wird, befindet sich ein 7/8-Gewinde. Das heißt also, wenn Sie den Düsenhalter tauschen wollen oder eine Lanze passend zur Pistole kaufen möchten, dann benötigen Sie eine Lanze mit einem 7/8-Gewinde. So, jetzt solltet ihr wissen, welche Gewinde am Gerät, am Schlauch und auch an der Pistole verbaut sind und es sollte keine Probleme geben bei der Auswahl eines Düsenhalters, einer Lanze oder eines neuen Schlauchs. In den kommenden Videos beschäftigen wir uns mit Fragen der Auswahl der richtigen Düse, der Filter sowie der Behebung von Betriebsstörungen bei diesem Farbspritzgerät. Postet uns, falls ihr zu diesem oder zu anderen Farbspritzgeräten Fragen habt oder schaut in unserem Forum vorbei. Bis zum nächsten Mal.